Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Ja, beim letzten Mal haben wir es geschafft, die Arena in Falkenheim zu, ja, erobern und den bösen, bösen Manager Clubbone zu besiegen. Das war natürlich, ja, ein ganz schöner Akt, aber ich muss sagen, auch eins der besten Kapitel tatsächlich in Paper Mario, die Legende von Millionentor. Und ich bin ein bisschen gespannt, was noch so kommen wird. Tatsächlich erinnere ich mich wirklich explizit nur noch an zwei, na, vielleicht zweieinhalb kommende Kapitel. Aber ich glaube tatsächlich, dass vor allem das nächste Kapitel mir ziemlich unbekannt ist. Und ja, ich bin mal gespannt, worauf es hinauslaufen wird. Für den Moment ist so ein bisschen die Frage, was wir machen. Wir haben uns jetzt hier gerade zurück gefunden in Rohling und ja, was wir nebenbei nochmal machen können, das sollte man eigentlich jedes Mal machen, wenn man hier hinkommt, ist mal kurz in die Lotombola zu schauen. Vielleicht haben wir ja diesmal irgendwie massiv Glück, wer weiß. Höchst unwahrscheinlich, aber gut. Und Lotombola-Tafel? Ja, das interessiert keinen. Heutige Gewinnzahl? Ja, okay. Totaler Schwachsinn. Oh, wie schade, heute hast du nichts gewonnen. Aber morgen hältst du einen Schieß, dein Trostpreis. Pilz! Sehr schön. Also bis morgen. Man muss ja sagen, ich meine, dafür, dass es als Trostpreis Pilze gibt, ist es eigentlich schon ganz gut. Also, das hätte man schlechter treffen können. Ja, Luigi haben wir schon angesprochen. Ich weiß nicht, wie viel Sinn es tatsächlich macht, hier mit allen Leuten nochmal zu reden. Auf jeden Fall. Können wir mal kurz in unsere Items reinschauen? Die sehen immer noch relativ eindeutig aus. Willkommen, ich habe jede Menge brandneuer Waren im Angebot. Möchtest du etwas kaufen? Ja, aber sicher, und zwar gar nichts. Sehr schön. Oh, du willst doch nichts. Schade, es sind alles Sonderposten. Gelegentlich wechselt mein Angebot. Also schau mal wieder vorbei. Okay. Ba-ba-ba-ba-ba. Die sagen höchstwahrscheinlich immer noch nichts Neues. Aber es gibt noch ein paar neue Sachen, die wir eventuell bei den Jobaufträgen annehmen könnten. Beziehungsweise ich weiß auch gar nicht mehr, was unser aktueller Jobauftrag ist. Was? Du warst in dieser fliegenden Stadt? Ich wette, die Stadt war ziemlich luxuriös und wohl auch sehr aufregend. Was? Du warst. Ja. Das haben wir begriffen. Gab es hier hinten nicht noch irgendwas? Ich erinnere mich da so ganz, ganz grob vielleicht. Oh, verdammt. Da hinten gab es auf jeden Fall nicht so viel, können wir mit Sicherheit sagen. Nee, kommt man nicht hoch. Schade. Sieht halt schon verdächtig nach einem Secret aus. Was ist das hier eigentlich? Ah, das haben wir irgendwann mal kaputt gemacht, damit wir hier in die Kanalisation kamen, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir hinten noch irgendwas Neues? Du. Ich habe wieder mit. Neu, da habe ich wieder mit gezinkten Karten die Leute abgezockt, aber einer ist mir auf die Schliche gekommen. Bla bla bla. Ich glaube, das doppelt sich relativ schnell wieder, was der Gute sagt. Genau, Jobagentur. Was sagst du uns hier noch? Leute aus ärmeren Verhältnissen entwickeln sich oft zu großen Persönlichkeiten. Aus eigener Erfahrung haben sie wohl großes Verständnis für die Armen. Man kann nie wissen, ob sich hier in Ostend nicht auch ein Genie verbirgt. Aber andererseits, es kann ja nicht jeder arme Schlucker zum Einstein werden. Ja, tatsächlich spricht er damit eine sehr, sehr kontroverse Bedingung, ja, kontroverse Debatte an, die man heute auch viel diskutiert, dazu gerne gleich mehr. Was willst du? Info über Auftrag. Du hast den Auftrag des Bürgermeisters von Blütenweiler angenommen. Dein Auftraggeber befindet sich in Blütenweiler in einem pinkfarbenen Haus. Sehr schön. Ja. Können wir natürlich weiterführen. Ich meine, letztendlich geht es jetzt erstmal darum, wieder in die Kanalisation zu gehen, denke ich. Das ist so ja immer unser Standardvorgehen, weil da müssen wir die Karte vom Millionentor, die Karte von den Sternjuwelen, so. Müssen wir ja irgendwie vorzeigen, um rauszufinden, wo wir als nächstes hin müssen. Und dabei haben wir eventuell noch so ein bisschen Erinnerungen. Ich weiß gar nicht mehr. Puh, gab es hier noch irgendwas Cooles? Ich meine, hier gab es doch die verbotene Stadt. Nein, die verborgene Stadt. Keine Ahnung. Du erinnerst dich, Funkelbart ist mein Name. Sternsplitter gegen Orden, bla 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 bla. Wie viel haben wir? 24, das ist natürlich schon ganz schön crazy. Ja, das ist halt ein relativ interessanter Orden, der Kraft-Plus-Orden. Angriffswert für Sprung und Hammerattacken steigt um 1, aber leider Gottes kostet der, glaube ich, irgendwie 9 OP oder so. Vielleicht, ne, 6 ist, glaube ich, ein bisschen mehr. Also ich glaube, er kostet tatsächlich 9 OP und das ist halt schon ziemlich heavy.
Aber jede Attacke, die Mario BP kostet, wird um 1 günstiger. Ich meine, im Endeffekt können wir mit den Sternsplittern eigentlich noch was anderes machen. Du machst einen Rückzieher, er enttäuscht mich, bla bla bla. Okay, was gab's hier nochmal? Die gute Mel Lieblich? Ah, sieh an. Hallo Mario. Geh bitte auf die andere Seite des Tisches, wenn du Dienste, fragwürdige Dienste. Meine noble Bestimmung, Suche nach Dingen. Münzen, Sternsplitter, Insignie, Wegweisen. Okay. Schwachsinn. So wie ich das sehe, ist tatsächlich dann die einzige Möglichkeit, Sternsplitter zu verbraten bei dem guten Funkelbart. Und dann würde ich sagen, holen wir uns doch gleich mal das. Und haben wir die Sachen schon? Weiß gar nicht. Glück gehabt, ist glaube ich auch ganz interessant. Gegnerische Angriffe auf Mario gehen manchmal daneben. Den könnten wir uns vielleicht auch kaufen. Kostet halt nur 3 Sternsplitter. Das ist halt so wahnsinnig easy. Glück gehabt, tausche ich gegen 3 Sternsplitter. Um diesen Orden zu tragen, benötigst du 2 OP. Ich glaube, der ist cool. Weil manchmal hat man halt einfach so Mörderattacken. Und wir nehmen, glaube ich, auch den Kraft Plus. Kraft Plus tausche ich gegen 15 Sternsplitter. 6 OP. Bla. Okay. Gut, jetzt haben wir mal einmal. Trotzdem danke, damit ist meine Sternsplitter-Sammlung wieder größer geworden. Komm doch demnächst mal wieder vorbei. Genau, jetzt gucken wir mal auf die schmählichen Versuche, hier irgendwas rauszumachen. KP plus Partner. Wieso kostet der eigentlich 6 OP und der eigene KP plus nur. Naja, keine Ahnung. Okay, was haben wir hier? Die Kraft plus haben wir bla bla bla. Der Ausweicher ist natürlich cool. Den Herzlein würde ich auch gern lassen. Ich würde fast behaupten, für den Moment lohnt es sich. Moment. Den Glück gehabt, genau, den wollte ich reinpacken. Und dafür nehmen wir den Herzlein raus. Mag ich eigentlich. Vielleicht haben wir den KP Plus. Ich glaube, es ist sinnvoll. Und den Glück gehabt rein. Und dann haben wir noch. Wenn Vorsicht geboten wird, jeder Schaden, der Mario erleidet, halbiert. Charge Partner, Erweicher, senkt er die Verteidigung. Ja, Schrumpfer, Gegner werden schwächer. Ich meine, es ist schon ganz interessant, den Gegner mal so harte Status-Schwächen zu geben. Dieser führt Kontrollverlust, mehrere Orden. Aha, ja. Vielleicht sollten wir wirklich mal. Ich meine, wir haben jetzt relativ gute. Wir können mal auf so ein ultra hartes Verteidigungsbild irgendwie spielen. Indem wir eben hier den Glück gehabt Orden einmal reinpacken. Können wir den nicht zweimal kaufen? Das wäre auch nochmal eine interessante Sache. Man kann die Sachen nur einmal kaufen jeweils. Das ist natürlich gut zu wissen, tatsächlich. Sehr, sehr schön. Genau, dann. Was war jetzt die Idee? Genau, also den Fortuna könnte man auch reinpacken, wenn man den Schaden nochmal halbiert. Aber halt Vorsicht geboten ist eigentlich nicht so das, was man möchte eigentlich. Ja, der Schrumpfer wäre interessant, um den Gegner halt noch schwächer zu machen. Oder halt der Würschlag, Kontrollverlust. Hat zwar beim letzten Mal, glaube ich, relativ schlecht funktioniert, tu mir nichts. Wenn Vorsichtgebet gehen manche Angriffe öfter daneben. Ja, nee, wir nehmen den Würschlag. Die Vorsicht geboten Orden mag ich halt nicht so sehr. Und mich würde es echt mal interessieren, ob man mit so einem Tanky-Bild wirklich weiterkommt. Ja, und das ist übrigens der wunderbare Joystick. Ich meine, guck dich das an. Nee, jetzt nicht mehr. Hä? Okay, manchmal geht er danach wieder zurück und manchmal nicht. Es ist eine Krux. Was war hier eigentlich nochmal? Ich glaube, was relativ Uninteressantes. Ach nee, da hinten kann man raus, genau. Und hier gab es ja die Buffs von der guten. Ja, ich verwechsel die beiden immer. Eine ist mehr lieblich und eine ist, glaube ich, Merle. Oder mehr Longi oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es die beiden. Das war übrigens schwach. So, aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal hier in der Kanalisation weitermachen. Ja, was der gute Hund da oben auf der Overworld angesprochen hat, von wegen, ja, es gibt auch aus einfachen Verhältnissen manchmal Leute, die krass irgendwie Übersteiger werden und so. Das ist tatsächlich immer mehr ein Problem, ne? Also es ist ein ziemlich großes soziales Problem tatsächlich, dass man aus armen Verhältnissen eigentlich gar nicht mehr so sehr die Möglichkeiten hat, was aus sich zu machen und halt auch Kinderarmut so ein riesiges Thema ist in unserer Bevölkerung, was aber ganz gerne totgeredet wird oder halt einfach nicht thematisiert wird. Ein seltenes Objekt, welche Kraft magst du wohl haben? Die Insignie. Ja, die haben wir zum Glück.
Geht das eigentlich? Ne, man kann hier nicht rüber, okay. So, und dann aktivieren wir doch mal diese Schalter hier, die wir jetzt endlich aktivieren können, dadurch, dass wir den, den Steinhammer bekommen haben. Sehr, sehr sinnvolle Sache auf jeden Fall. Und hier kommen wir, wenn das Ganze sich nochmal nicht so anstellen würde, kommen wir durch diese blauen Röhren tatsächlich, ja, bekommen wir Teleporte zu alten, schon bekannten Städten. Wie unter anderem dem Bubu-Baum, wo ich ja auf jeden Fall eigentlich nochmal rein wollte, weil mir ein Tipp gegeben wurde, wie ich dieses eine Item oder ja diese eine Fragezeichenbox bekommen könnte, die ich beim letzten Mal ausgelassen habe. Aber das machen wir vielleicht bei Zeiten, wenn wir noch einen Auftrag haben, der uns dahin führt, weil das ist eigentlich immer eine gute Möglichkeit, Orte nochmal doppelt zu besuchen, wenn man dann halt gleich mehrere Sachen auf einmal erledigen kann. Und hier sind wir dann in Blütenweiler. Auch hier haben wir natürlich so eine schöne Teleportröhre. Und ja, wie geht's eigentlich euch hier? Wie macht sich Kupio wohl? Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Ja. Wir könnten ihn nochmal zum Spaß rausholen. Mario, pass gut auf Kupio auf. Ich freue mich schon darauf, dass mein Sohn zum Mann gereift zurückkehrt. Ja, ihr könntet ihn theoretisch auch einfach mal sehen. Wäre vielleicht auch eine ganz sinnvolle Sache. Kupio, egal wo du bist, dein Vater wird stets an dich denken. Okay. Weniger zu sagen, als wenn er nicht draußen ist. Kupio, werde schnell ein Mann und komm wieder zu mir. Okay. Immer diese Erwartungshaltungen, die hier mitgeschunden werden. Richtig schlimm. So, gab's hier hinten, waren wir schon mal, oder? Ich meine, hier gab es einen Orden. Allerdings das seitliche Drehen haben wir auch noch gar nicht so lange, oder? Hm. Ja, als erstes den Papierflieger bekommen, wenn mich nicht täuscht. Aber vielleicht täuscht es mich auch, keine Ahnung. Nee, haben wir nicht. In der ersten Burg war es, ja, genau. Oh, Mario, hast du also meinen Auftrag angenommen? In letzter Zeit fühle ich mich ein wenig einsam. Niemand will mit mir reden. Nun, jetzt bist du ja hier, also mach es dir doch ruhig bequem. Puh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Jugend von heute. Alle sind so ungeduldig. Neulich war ich in Rohling bei Tots & Coopers. An der Kasse hat es etwas länger gedauert. Da ruft mir so ein Grünschnabel hinter mir. Mach schnell, Alterchen, es wird schon dunkel. Gut, ich bin alt und ich kann nicht mehr so schnell, aber so eine Frechheit. Apropos Dunkelheit, da muss ich immer an mein erstes Stelldichein denken. Ich sollte mein Mädchen heimbringen, bevor es dunkel wird. Die ganze Zeit habe ich nur den Himmel angestarrt. Naja, ich war auch viel zu schüchtern, um mein Mädchen anzusehen. Hohoho, mir wird jetzt noch ganz flau, wenn ich daran denke. Aber ich schweife ab. Also, was war noch gleich das Thema? Ach ja, die Jugend von heute hat einfach keinen Biss mehr. Manchmal will man sich ja anbrüllen und fragen, wo ist euer Schneid? Was habe ich gebrüllt, als ich meinem Mädchen meine Liebe erklärt habe? Ihr Zug fuhr los, ich stand auf dem Bahnsteig und brüllte. Was? Was ich damals gebrüllt habe? Was war das doch das Thema? Kurz gesagt, ich und mein Mädchen, wir waren wirklich verliebt. Aber das Problem ist die Jugend von heute. Ach, nicht so wichtig. Mein kleines Mädchen, wieso hat sie mich nur verlassen? Puh, entschuldige, ich bin wohl etwas aufgeregt. Danke jedenfalls, dass du mir zugehört hast. Es hat gut getan, mal mit einem jungen Menschen reden zu können. Aber entschuldige, ich habe dir nicht einmal einen Tee angeboten. Ja, ja, das Alter. Dann nimm wenigstens dieses Blatt als Geschenk. Cooperblatt erhalten. Ein Blatt aus Blütenweiler stellt 3 PP wieder her. Aus Cooperblättern kann man übrigens einen feinen Tee machen. Also komm jederzeit wieder, wenn du Lust auf eine Unterhaltung hast. Dein Auftrag ist erledigt. Weya, und dafür haben wir ein schönes Cooperblatt bekommen. Ist jetzt ein mäßig geiler Auftrag gewesen, muss man sagen. Aber gut, ja, kann man nicht immer was machen. Ist schon in Ordnung, ja. Aber hätte mich durchaus mal interessiert, was er zu seinem Mädchen damals gesagt hatte. Ja, manchmal muss man sich auch von der alten Garde einfach ein paar Sachen abschauen. So, und hier kommen wir jetzt zu einem nächsten Punkt.
wo wir leider nichts machen können, weil dieser Steinblock hier nochmal spurenhärter ist als das, was wir bisher erlebt haben. Das heißt, an der Stelle ist leider Schicht, aber wir haben trotzdem zwei schöne, schnelle Abkürzungen bekommen. Herrlich. Und vielleicht führt uns eine zukünftige Abkürzung sogar nach Falkenheim? Keine Ahnung. Werden wir mal schauen. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, also das Wort stell dich ein für ein Date ist halt auch einfach genial, muss man klar sagen. Ein kleines stell dich ein. Das klingt auch ein bisschen falsch, aber naja, wir nehmen das mal so hin. Wie gesagt, manchmal muss man auf die alte Garde hören. So, Zeit fürs Ionentor, würde ich sagen. Der Kreis der Verdammnis. Ich muss sagen, sie haben es schön, wirklich schön animiert hier. Ein schönes Mandala auf dem Boden gemalt. Habt ihr jemals mit Mandalas was anfangen können? Für mich war das immer schrecklich. Grundsätzlich alles, was mit Malen und Zeichnen zu tun hatte. Malen nach Zahlen. Vielleicht noch am ehesten, aber selbst zu entscheiden, welche Farben wohin gehören. Man kann es nur falsch machen. Das ist schon wirklich schrecklich. Aha, jetzt erinnere ich mich wieder. Richtig. Also so grob, wo es hingeht. Gut, ich glaube, damit habe ich das Mysterium um... Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Ja. Da muss das vierte Sternjuwel sein. Gehen wir zum Professor. Der wird uns das erklären. Aber zuerst sollten wir ihm von der Mail der Prinzessin berichten. Die ich leider überhaupt nicht mehr parat habe, aber sie werden es schon gleich thematisieren. Wird schon passen. Was? Keine Ahnung mehr, wie ich ihn gesprochen hatte. Die Kerle, die die Prinzessin entführt haben, wollen die Welt erobern? Ganz genau. Und deshalb wollen sie sich den Schatz krallen. Die Situation ist also ernster als vermutet. Es ist nämlich so, ich habe erforscht, was dieser legendäre Schatz ist. Und in einem der Bücher habe ich etwas Furchtbares darüber erfahren. Demzufolge enthält die Truhe in Wahrheit den Grund für ein großes Desaster. Eben das Desaster, das vor langer Zeit die versunkene Stadt vernichtet hat. Und nun denken die, sie könnten die Welt mit dem Desaster erobern, oder was? Ich weiß nichts Genaues, aber die Möglichkeit muss man wohl in Betracht ziehen. Auf jeden Fall dürfen diese Kerle den Schatz nicht in die Hände bekommen. Wenn doch, wird auch diese Stadt, nein, vielleicht sogar die ganze Welt untergehen. Okay, Professor, suchen wir also schnell das nächste Sternjuwel. Ganz meine Rede. Laut Karte ist das nächste Sternjuwel in Düsterdorf. Düsterdorf? Leider kann ich auch nichts Genaueres darüber sagen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein düsteres, unheimliches Dorf. Ein Moment. Also, in den Katakomben soll es eine Röhre geben, die dorthin führt. Sie muss genau unterhalb von Westend liegen. Wenn du sie nicht findest, sprich mich einfach nochmal an. Unterhalb von Westend also. Danke, Professor. Und du, Bomber, los, beeilen wir uns. Richtig, ihr kennt Mario ja tatsächlich nur als Bomber Luigi. Das ist halt immer noch so ein bisschen... Naja, ich meine, er wurde geboren, als wir diesen Namen hatten. Er sieht uns irgendwie... Okay, du hast eine Mail. Eine uninteressante Mail. Keine Ahnung. Wir sollten uns auf jeden Fall auch nochmal die alten Mails angucken von der Rad-Ausgabe, weil da bin ich mir nicht mehr sicher. Peach... Böser Plan, ja, das hatten wir gelesen. Kupine, Sehnsucht. Mario, Kupio, geht es euch gut? Kupio, ohne dich fühle ich mich so einsam. Du warst zwar erst vor 5 Minuten hier, aber ich fühle mich so einsam ohne dich. Das ist natürlich echt genial, das, ja, naja. Kupio, in deinem Haus riecht es noch nach dir, aber wenn du nicht da bist, fühle sich so leer an, wenn du verstehst. Naja, in letzter Zeit riecht es eigentlich mehr nach Kupador, so ein ganz komischer Geruch. Bestimmt, weil er so lange in Logarts Bauch war. Ein seltsamer Geruch ist das. Aber ich gewöhne mich besser schnell daran, weil Kupador ja irgendwann auch mal mein Schwiegerpapa wird. Huch,
was habe ich denn da jetzt geschrieben? ich schick's einfach ab. Kubine. Sehr schön. Heißt das jetzt, wir sollen tatsächlich nochmal vorbeikommen? Oder heißt das nur, sie wollte einfach mal ihr Gefühlen freien Lauf lassen? Wer weiß. So, hier das, die Absender unbekannt. Spam. Orgie. Totsworth, bla bla bla, Dauergast, Rackle T, bekannte Köchin, Shoppingdetektiv. Ja, dem großen Baum. In den nächsten 15 Minuten bei jedem Einkauf die doppelten Rabattpunkte. Ja, das haben wir aber massiv verspielt. Pfeffersuppe, eine Feuerblume kochen, um eine Pfeffersuppe zu machen, ist eine ganz guter Hinweis. Das sind tatsächlich Sachen, die wir etwas sinnvollerweise mal angehen könnten gerade. Nämlich zum einen habe ich mir überlegt, ob es nicht Sinn machen würde, jetzt aktuell mal den Duellkerker anzugehen. Ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig darüber, ob es sinnvoller ist. Na, wir kochen erstmal eine Runde. Obwohl, nee, es wäre eigentlich sinnvoller, wenn wir erst raussuchen, was wir kochen wollen. Machen wir es so.